Faget, es ist Wochenende, Gungeon Time. Gritten und wir kommen einfach zu. Wie ich einfach wieder Gungeon spiele. Mir war einfach langweilig und ich wollte eigentlich Questing Main weitermachen, aber ich denke auch, wie ihr wahrscheinlich sehen werdet bei meinen Videos, irgendwie ist es nicht mehr da. Wow. Weil irgendwie ist mir das aufgefallen. Das Motto war nice und so halt, aber irgendwas daran einfach hatte irgendwie. Weil es. Irgendwie was daran hatte nicht so wirklich Spaß. Also dachte ich einfach. You don't challenge the Shrine of the Whisper. Und ich denke, diesmal dachte ich einfach, ja, fuck it, Gungeon Time. Bitte was Gutes, bitte was Gutes. Sacrifice. Oh, das hört sich nicht gut an. Chest Mimics and Broken Chest will no longer drop loot, huh? Enemies can now drop items. Ah. Das heißt, ich werde sie wohl alle trashen müssen. Sein natürlich, sie geben auch keinen. Irgendwas mag ich halt in ihren Gungeon. Richter. The Judge. Hotshot. Oh, direkt Secret Room. Perfekt. Oh, das Hexenteil. What do we have here, dearie? What, dearie, what is it? Do we have something for a pot, Oh, Froststrahl. Problem ist halt eben irgendwie bei diesen Dingen. Die Hexen, die sind in so einer Position, dass halt eben das entweder nach da hinten an die Wand kommt oder direkt dort. Oder halt eben direkt in diesen NPC drin ist und das visiert dann direkt einfach nur den NPC an und nicht die Waffe. Das heißt, du kriegst sie da einfach da nicht raus und mit Blanks auch nicht. Oh mein. Buch. Die splitten sich dann direkt auf, wenn sie dann hier auf etwas treffen. Ja. Oh. Disc Gun. Bad choices. Oh nein, sag nicht, das war die, die sobald man dagegen geht, das. Oh Gott. Spice. Oh, das ist fies. Das ist verdammt fies. Die erste Waffe, die da einfach ist. Nee, die erste Truhe, die da einfach ist ein S-Tier-Ding. Wow, dankeschön, Game. Gut, kleiner Link-Typi. Hotdog, how do the things work? Nope. Budget Dungeon, nothing in the pots. Why even have them? Ja. Karte sagt auch nichts mehr. Was? Ich kann. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Ah, da. Oh nein. Oh mein Gott. Oh, ich wurde trotzdem davon getroffen. Nö, du bleibst schön hier. Mach, was du willst. Oh Gott. Zweimal getroffen. Oh, kann ich mich nicht mehr. Mutation. Didn't need to anyway. Oh, Mutation. Wenn man darüber nachdenkt, der Held ist ja nicht wirklich quasi. Er ist das, was das hält. Naja, und ich denke einfach, ich nehme einfach ein anderes Minecraft-Modpack, weil. Ja, eigentlich so Questing Mayhem macht nicht wirklich Sinn. Es ist einfach literally Mayhem. Es fordert so viele Quests, aber ich habe MC Eternal gefunden. Vielleicht ist das lustig. Aber es ist natürlich Gun. Und diesmal habe ich auch keine modderten Charaktere. Wer hätte das gedacht? Oh, das sieht nice aus. Brown Gurnstone. Humble Stone. Sieht ein bisschen aus wie eine Kartoffel, wenn man drüber nachdenkt. Oh, cursed. Table Tech Stealth. Invisible Flips. Oh nein, der Hotdog. Ist jetzt schon alle? Oh mein. Wiederten. Nice.
Okay, da werde ich mir gleich ansehen. Der kleine Typ kommt wahrscheinlich vorbei. Hi. Ich hätte die einfach die Diskwaffe. Shotgun. Full of hate. Hate is power. And power is Raid Shadow Legend. Ich gebe ihm einfach die. So. Gib ihm das einfach. Nimm das Ding einfach. Das ist mies. Aber ich bin recht optimistisch, was den Run angeht. Und ich muss sagen, hier, die Shotgun ist auch geil. Das Einzige, was mir Sorgen macht, ist das Gift. So viel zum Thema Toxic. Verstehst du verschiedenen Joke? Verschiedenen Joke. Huh? Get it? Cause little poisoned. You will literally die. Beyond Light wird sicher geil. Ich meine, es gibt ja diese Subklassen Leere, Arcus und Solar. Bald kommt noch Stasis dazu. Das ist ungefähr wie es hat ein Eis und Dunkelheit ein Kind. Und es sieht einfach aus nur wie Eis, aber keiner bemerkt, dass noch Dunkelheit mit dabei ist. Oh! I'm the trash can. Junk sword. Next time. What is this? Trash cannon. Oh, danke schön. Da rede ich darüber quasi, wie gefährlich das hier. Firelands. Where it all started. Dann halt nicht. Oh, Firelands ist lustig. Du machst einfach so. Also, was sind so Themen, über die man reden könnte? Presidential Debate? Ich sollte wirklich aufhören, die ganze Zeit verfluchte Sachen aufzunehmen. Aber. Würde ich das nicht machen, wäre es doch nicht so lustig. Stirb. Siehst du, wie einfach es ist? Ihr könntet einfach drauf gehen. So einfach. Und was macht das Ding schon wieder? Vor allem das hier. We need reloaded, but this skill was not enough to be so little. Use blanks to weaken your enemy. Sadly, the weakened don't work on jammed enemies. Der Damage ist ja, den die geben, ist ja immer noch gleich. Aber ist das wirklich so ein Ding, wo man hier direkt. Ich meine, vielleicht geht das bei einem Boss. Vielleicht nimmt er dann mehr Schaden. Aber ist es dann wirklich so ein Ding, was auch Curse braucht? Ich meine, ich verstehe Curse bei einer wirklich overpowerten Waffe. Casey zum Beispiel. Oder der beendeten Pistole. Und natürlich. Freeze doch direkt. Komplett okay. Wow. Ab zum Boss. Und wenn es die dämliche Schlange. Ja, wirklich. Das funktioniert bei Bossen. Oh mein. Wir müssen es noch. Oh mein. Ja, ich habe das aufgenommen. Oh. Das. Die Waffe ist wacky. Was sie damit anstellen können. Oh mein. Hab besseren Aim, Bitch. Oh, Cursed. Oh nein. Shotgun. Ich will bei Items. Nicht dieses Item. Oh. Oh, Smash. Magic Missile.
Come out of water. The water's fine. Oh. Weil, oh, oh Gott. Okay, das ist ein richtiger Fight. Oh. Oh mein. Oh. Mimikan. Baby gut Mimikan. Okay, das ist keine gute Idee. Pickshot. Diggy diggy hole. Diggy diggy hole. Nitroglycinder. Reloader's Bloater. Oh, nice Name. Digi digi. Digi digi. Oh mein Gott, das ist heftig. Also, ja, das ist eine der durchschnittlichen Enter the Gungeon Runden. Oh. Shrine to Gorb. The Great Mind. Bow to Gorb. Ascend with Gorb. Bow to Gorb. Hello, Gorb. Stirb. Danke. Danke für Ihre Zusammenarbeit. Sie sind nun tot. Oh mein Gott. Jeepers. Driving alone, eh? That's dangerous. Take this and let the agony of solitude fill your veins. Rocken. Gorb, what have you done? You stupid. Okay, ab zum Boss. Was wäre der beste Weg, ihn zu vernichten? Nein. Digi digi ho, Pickshot. Warte, stimmt. Bitch, you've been downvoted. Oh, Napalm Strike. Smells great. Napalm B. Oh, Baby, das hört sich interessant an. Keine Ahnung, was es macht, aber... Oh, das verbreitet das. Was mache ich? Ich meine... Das ist ja keine Wasserpistole mehr, das ist eine Brandbeschleunigerpistole. Na? I can't keep up with this, those moves, huh? Don't you? Die. Die, Monster. You don't belong in this world. Remain. Ich glaube, das droppt ja eine Truhe, aber weil wir aus Truhen nichts bekommen, ist es im Grunde unnötig. Aber wir bekommen Gegner. Und das ist gut. Und eine Blume. Control Demolition. Ja. Hä? Oh, stimmt, die Blume da oben. Starfruit, Heavenly Fruit. Na gut. Tessas Blume, wenn es eine Frucht ist? Ich glaube nicht. Flash Ray.
Permafrost. Give it to your anger. Love Potion. Ich war mir Angst, dass mein Cursor high wird. This vengeful spirit springs with a terrifying chill of oblivion. Use it wisely and do not disrespect it. Fucking crazy lockpicks. Oh, das friert die Gegner ein. Na, das ist hilfreich. Na gut, die nächsten Waves natürlich nicht, ansonsten wäre das overpowered, aber... Oh. M16, Underslung. Das ist diese. Oh, die werden auch eingefroren. Geil. Ja, stimmt. Oh mein. Ja! Ich hab doch vergessen, wir haben das Amulett. Void Marshal. Acquired under the table. Nice. Not nice. Ich erwarte, dass dieser Run nicht wirklich schnell gehen wird.